So, Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu unserem kleinen Umsee-Weihnachts-Special. Ja, ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum sieht der bis jetzt so aus und warum haben wir jetzt halt Nacht? Ja, das hat einen ganz klitzekleinen Grund. Ich habe gerade Umsee aufgenommen und dann auf einmal, ich fahre, bam, ich bleib stehen irgendwie. Bus rührt sich nicht mehr, ist auch nicht aus oder so. Ganz komisch, der Bus, der bleibt stehen, aber es schneit weiterhin irgendwie. Die Geräusche waren weiterhin da, nur der Bus, der fuhr irgendwie nicht. Das war ganz komisch. Der Bus war sozusagen eingefroren, aber man hat immer noch die Schneeflocken so runterfallen sehen und so. Naja, egal, wir fahren jetzt trotzdem hier vom U-Bahnhof Rathaus-Spandau weiter. Und zwar um 8.51 Uhr, das ist noch ein bisschen Zeit. Ich habe mal die reale Zeit von gerade eben eingestellt. Jetzt haben wir, glaube ich, gerade... Warte, können wir ja auch nachgucken. Jetzt haben wir gerade 8.20 Uhr. Ich denke mal jetzt 8.21 Uhr, weil ist ja immer so ein bisschen Verzögerung da. Ja, machen wir den Bus mal an. Motor erstmal an und dann heizen wir hier mal wieder ordentlich. Jetzt machen wir mal auf 3. Hier so ein bisschen hoch. So. Passt schon. So. Nicht ausgewählt, wartet mal. So, jetzt kannst du losgehen. Naja, schön. Der jetzt wieder ein bisschen. Da bin ich ja echt mal gespannt, wie dreckig der Bus jetzt ist. So ein weißer Bus, Schnee, der wird schon ganz dreckig sein, denke ich mal. Bin immer wieder die Frage, der. Obwohl es ja eigentlich der gleiche Weg jetzt ist. Aber hier, was ich auf jeden Fall halten soll, ich mach die mal lieber. Ja, jetzt müssen wir ja ein bisschen wieder angeben. Das ist U-Bahnhof Rathaus Spandau. So, ach guck mal, da kommen sie doch alle schon an. Da ist der Bus doch schon wieder voll, wenn die jetzt alle reinkommen. Oder wenn sie mal ein Ticket. So, machen Hallo. Sie das nicht noch an. Einmal normal. Ach so, ja genau. Hallo. Mal. Machen Sie bitte das Licht an. Ja, wartet. Wartet. Ich kann noch nicht alles rechtzeitig machen. Ich hätte gerne eine Kurzstrecke. Hallo. Danke. Eine Kurzstrecke. So, jetzt. Uns ist, glaube ich, die Linie 131, oder? Ja, nee, 331. 331 ist das. Oh, dann ist die Kappe mal wieder dahin. Jetzt gucken wir mal sie gut ab. Wir haben noch hier die Heizung an. Oh, ist schon deutlich heller geworden. Na, haben aber trotzdem alle noch.
fahren wir los. Seid ihr alle bereit da drin? Oh, jetzt sind hier auch die Züge blau. Blau finde ich irgendwie doch schöner. So die Bezüge in blau. Naja, fahren wir los. 10,2 Grad sind ja immer Kinder hier drin. 10,1. Was ist los? Vielleicht muss jetzt auch erstmal warm werden. Brüsseler Damm, Ruhlehner Straße. Hallo. Warum haben wir? Die Bläser haben wir auf 3. Hier haben wir auch auf voll. Das muss doch warm werden. Naja, egal. Ich sitze hier schön im Warmen. Ja, was will ich eigentlich? Das ist gerade, wenn wir im Sturm oder irgendwie immer automatisch oder Schnee und dann losfahren, dann bin ich nicht unterwegs. Leute drin, dass er ein bisschen auch langsamer fährt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Muss ich vielleicht mal im Internet nachlesen, weil
weil das wäre bestimmt cool, wenn man dann keine Muße hat und dann bestimmt 5 km/h schneller fahren kann. So Leute, das meine ich. Hier Schneeflocken gehen noch, Schandwische auch. Man hört auch noch den Ton, nur das Spiel ist irgendwie eingefroren. Warum auch immer, ich kann auch noch keine Sicht umschalten. Keine Ahnung, was das ist. Naja, das sieht wohl sehr danach aus, als ob. Ja, als ob wir jetzt hier wieder beenden müssen. Hier geht auch noch alles, wie ihr seht, aber ich kann nicht weiterfahren. Naja, mal gerade. So, jetzt sind wir hier oben. Was ist das für eine. Auf gut Deutsch gesagt, scheiße. Ich mach mal bestes Wetter, mal gucken. Ob sich dann vielleicht was tut. Guck mal, dann ist es schon viel heller. Wenn man jetzt so mal vergleicht. Ja. Aber irgendwie sieht Schnee schöner aus. Tja, Leute, ich glaube, unser Bus, der hat keine Lust mehr irgendwie zu fahren. Ich verabschiede mich für diese Aufnahmen am 26.12.2013, am zweiten Weihnachtstag und sage, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.